Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 20. November 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 738 und heute habe ich die folgenden News für euch bereit. Amazon Music, Google Stadia, Magic One Wi-Fi Mini, Apple Developer Sicherheitslücken, Smokefire und Tutu. Ich beginne gleich mit Amazon, dem Handelsriesen und dem Online-Riesen, der auch ein paar andere Dienste, Server und solche Geschichten hat, hat unter anderem auch ein eigenes Musikangebot, ein Streaming-Angebot. Entweder kauft man sich monatlich oder jährlich das Amazon Music Unlimited, ist Prime-Mitglied, also eins von beiden, und hat dann Zugriff auf gewisse Anzahl Musik, oder neu, zumindest für Deutschland, USA und UK, kommt's eine erweiterte, günstige und vor allem kostenlose, nicht nur günstig, sondern kostenlose Musikgenießmöglichkeit. Man hat Zugriff auf 5 Playlists mit wechselnden Songs sowie Tausenden von Radiosendern. Das Ganze kommt in Form von einer App über die ganzen, wie heißen die Dinger? Smart Speaker, die Amazon halt so im Angebot hat. Und kann eben dann auf kostenlos Musik zugreifen. Das wird wahrscheinlich ein kleiner Angriff in Richtung Spotify sein. Aber ja, ein kleiner Angriff, wohl bemerkt. Dann, ja, heute ist soweit. Ich habe es gestern angekündigt, dass gestern soweit war, Google Stadia ist gestartet. Und ja, es gibt Meldungen aus verschiedenen Pressen von durchzogen bis, funktioniert, aber Grundfunktionen nur und da muss noch was nachgeliefert werden, bis zu funktioniert tipptopp. War alles mit dabei? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Konntet ihr es schon nutzen, testen, ausprobieren? Wenn ja, gerne über Social Media, DM, Kommentare oder per E-Mail. Mich würde es extrem wundernehmen, vor allem da wir jetzt dann gleich oder nächstens die nächste Games-Folge für den Geek Talk aufnehmen. Dann hat Devolo was Neues präsentiert. Vor gut einem Jahr haben sie das Devolo Magic vorgestellt, ihre neue Möglichkeit, um über das Stromnetzwerk das Internet zu verteilen. Und ja, jetzt kommt ein neues Modell raus. Das Devolo Magic One Wi-Fi Mini ist von der Größe, also der optischen Größe, der haptischen Größe, knapp halb so groß, sind kleine Würfel, die trotzdem noch Datenraten von bis zu 1200 Megabit in der Sekunde durch das Stromnetz jagen. Tolles Angebot, werde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn es die Möglichkeit sich ergibt. Wer die WWDC, das ist die Wer Apples Entwicklermesse in den letzten Jahren verfolgt hat, der hat eventuell sich die WWDC-App runtergeladen, womit man zum einen die WWDC planen konnte, wenn man von Ort war, aber im Nachhinein sich auch die ganzen Sessions hat anschauen können und ein bisschen was lernen. Und da hat Apple jetzt gestern Abend mit der Bekanntgabe, ich hatte es auch in der Daily von gestern drin, vom Dezember-Event ein Update rausgehauen. Jetzt heißt die App nämlich neu Apple Developer und bringt nicht nur rund um die MWC Neuigkeiten und Sessions, die man sich anschauen kann etc., sondern soll das jetzt übers ganze Jahr bieten. Wer also interessiert ist an Developer-Geschichten, an App-Geschichten aus dem Apple-Universum, der sollte sich die App jetzt runterladen und fleißig mal ein bisschen reinschauen. Sicherheitslücken. Wenn wir gerade bei Entwickler sind, bei Google gibt's immer wieder mal Sicherheitslücken. Das auch bei Android logischerweise. Und die werden auch zum Glück immer wieder gefixt. So auch geschehen bei Google und bei Samsung. Andere Hersteller weiß ich nicht, inwieweit es die betroffen sind. Es gab in Android eine Sicherheitslücke, die es zugelassen hat über, muss es vielleicht anders anfangen. Nehmen wir an, ihr ladet euch eine App aus dem Play Store. Die fragt euch, ob sie Zugriff aufs Dateisystem haben kann. Müssen ja gewisse Apps sowieso haben und es ist eine Kamera-App oder gaukelt sie euch zumindest vor und der gebt ihr die. Nach der Tätigkeit
gab es eine Möglichkeit, dass die App im Hintergrund auf eure Kamera zugreifen konnte, Fotos machen konnte, Videos machen konnte, sich selber das zuschicken lassen konnte und Zusatzinformationen, also sogenannte Meta-Informationen, sich auch noch herunterholen konnte, wie Geolocation und solche Geschichten. Also eine ziemlich unschöne Lücke, sofern ihr logischerweise die andere böse App euch runtergeladen habt. Und wie gesagt, diese Möglichkeiten hat Google und Samsung gefixt. Wenn ihr ein Google Phone und Samsung Phone besitzt, ladet euch die aktuellsten Bugfixes runter, denn ja, ihr möchtet sicherlich nicht, dass jemand auf eure Kamera zugreift. Dann gehen wir in den Bereich Gadgets über. Waren wir davor schon ganz kurz mit Devolo. Jetzt geht's über zu Weber. Und ja, ich bekomme Hunger. Smokefire ist ein neuer Grill von Weber. Wieso spreche ich über den? Ganz einfach. Der Martin, der Poughkeepsie, der ist App-verrückt, der ist Technologie-verrückt, Gadget-verrückt. Und wenn da ein neuer Grill rauskommt, der auch noch eine App Anbindung hat, dann muss der Martin darüber sprechen und am liebsten auch gleich testen. Mal schauen, ob das klappt. Ab nächsten, was war das, März oder April, also im Frühling nächsten Jahres soll das Teil rauskommen mit ganz viel Technologie, Verbindung von Gas und Holzbriketts und. Am besten geht ihr in die Shownotes, klickt euch den Link in Richtung lebesmar.ch Blog an und da haben wir ein Video für euch, wo ihr euch den neuen Grill anschauen könnt. Schickes kleines Teil. Ja, Zahnarzt morgen um 14.30 Uhr. Schlauen To-Do-Listen, schlauen Assistenten kann man das sagen und die setzen das um. Microsoft, die beschäftigen wahrscheinlich Praktikanten, welche an der To-Do-App rumschrauben. Böse Behauptung von meiner Seite, aber ich glaube, das ist wirklich so. Denn ja, die ganzen Wunderlist-Funktionen und Möglichkeiten, die es eigentlich gegeben hätte und man hätte einpflanzen können, kommen nur sehr, sehr, sehr langsam in die To-Do-App von Microsoft. So eben jetzt auch geschehen die natürliche Sprache. Ab sofort, wenn ihr das Update runterladet, könnt ihr eben solche Dinge eingeben wie Zahnarzt morgen um 14.30 Uhr. Und wie das Ganze dann funktioniert, das könnt ihr auch in den Shownotes nachlesen. Da habe ich einen Blogartikel auf dem poughkeepsie.ch Blog dazu getippt. Euch wünsche ich einen schönen Tag, viel Erfolg und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen am Donnerstag dann wieder hören. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.